Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Subnautica. Wir sind endlich wieder zu Hause und ein bisschen an Titan habe ich mit und möchte gern das Mehrzweckräumchen bauen. Dann nehme ich mal das ganze Titan mit, was ich habe, weil da wird mehr als wie ein Mehrzweckraum rausschauen, glaube ich. Also da hinten könnte ich mir mal einen bauen, den ich schon immer machen wollte eigentlich. Ah, da muss ich jetzt nach außen, ne? Ja. Dann machen wir das mal. Ho, ruck, platsch. Zwar ist jetzt stockdunkel. Ich werde gleich die Taschenlampe auspacken, damit ihr was seht. Aber ich glaube, beim Bauen der Wall geht so. Kann man das machen. So. Ich brauche mein Konstruktionswerkzeug, das ich nicht da habe. Warte kurz. Wo bist du denn? Reparatur. Obwohl, Konstruktion hatte ich draußen. Das war. Ich habe es mit dem Reparaturwerkzeug verwechselt. Da. So passt alles. Und zwar ein. Boah, wie baue ich das denn am besten? Ganz oben, ne? Das wird ganz oben sein. Irgendwann mal. Aber zuerst mal ein Mehrzweckräumchen. So. Ob das jetzt gleich. Ja, es funktioniert gleich wie beim Scannerraum. Man sieht schon die Verbindung hier. Da werden wir unser Schlafzimmer bauen, glaube ich. So. Da, 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 da. Zack. Glaube ich. It may be prudent to separate work and leisure spaces to maximize productivity. Treat this space as your home, but never forget that it is not. Aha. Okay. Dann wäre es gut. Privat, ja. Sie hat den Hinweis eh schon gegeben. Dann könnte man hier aber eigentlich wirklich so machen, dass wir hier drüben gleich, wenn es möglich ist, gleich verbinden. Hier noch zwei, drei. So und so vielleicht. Ne, mit so einem Gang. Aber da wäre gut, ein Glassegment haben, dass man auch was sieht. Was haben wir hier? Das war jetzt Fundament, okay. Ich glaube, da wäre gut, das zu haben. So. Na, ihr wisst schon. Dann wieder einen Bogen vielleicht. Und dann hier. Ja, oder so ein... Warte mal. Sowas wäre gut. Sowas wäre, glaube ich, gut. Warte. Weil, dann können wir hier noch ein Räumchen bauen und da noch ein Räumchen bauen. Ich glaube, das wäre fast besser. Dann vielleicht nochmal so ein Glasdingens. Ne? Wenn es geht. Oder geht es vielleicht nicht? Hier geht es auf jeden Fall. Vielleicht muss ich hier ein normales nehmen. Oder es geht tatsächlich nicht. Das könnte auch sein. Aha. Das klappt so nicht. Vielleicht, wenn ich jetzt nochmal ein Räumchen dazu mache. Kann auch sein, dass es gar nicht möchte. Warte. Machen wir es nochmal weg. Oh, ja. Ja. Luft brauche ich auch. Ich brauche alles. Vor allem wäre hier auch mal ein Eingang dann gut. Ein zweiter. Also nochmal so ein... Bäh. Ja, Sauerstoff kommt schon. Was zu saufen wäre gut. Habe ich noch, perfekt. Vital signs stabilizing. Ja. Das da hinten ist komplizierter als gedacht. Habe ich genug Luft? Passt. So, das ist kompliziert. Weil da wollte ich das... Vielleicht brauche ich noch eins. Von dem Zeug. Vielleicht so und jetzt da. Oder er lässt mich generell nicht. Das könnte auch sein. Dann könnte ich noch... Na, schaut schon fast so aus, dass er mich nicht lassen möchte. Warum auch immer. Vielleicht darf ich nicht so weit. Wäre ja auch wurscht. Warte mal. Das wäre ja wurscht. Warte. Bäh. Das wollte ich jetzt weg haben eigentlich.
Das möchte ich nochmal weghaben. Dann könnte ich eher das hier nehmen. So. Das sollte klappen. Eher so. Und dann vielleicht... Wir brauchen sehr viel Quarz. Das weiß ich jetzt schon. Wir brauchen sehr viel Quarz. So. Und jetzt nochmal ein Räumchen. Wenn möglich. Hallo? Bauen Sie hier ran? Oder geht das vielleicht nicht? Oder muss ich das zuerst fertig bauen? Das könnte auch sein. Oder warte, ich mache das mal weg. Na, lass die Batterie. Warte. Vielleicht eher hier den Raum bauen. Ah, jetzt war es kurz grün. Oder mag das überhaupt nicht? Das könnte auch sein. Warte. Nochmal. Ich will das schön haben, bitte. So. Und jetzt? Oder ich muss das erst fertig bauen. Das könnte auch sein. Warte mal. Dazu brauche ich Glas. Muss ich noch schnell Glas holen gehen? Das möchte ich jetzt schon probieren. Und eine Luke brauche ich dann noch da drüben. Unbedingt noch eine Luke. Oh, ruck. Na, du kannst gern hier... Danke. Also Glas brauche ich jetzt noch. Luken brauche ich dann auch noch zum Bauen. Wo habe ich... Jetzt muss ich erstmal das Quarz suchen. Wie schaut es mit Wasser aus? Da habe ich noch ein bisschen was. Warte mal. Warte mal. Quarz war das hier? Ja. Da kann ich auch gleich mal mitnehmen. Da kann ich gleich mal tausende von Glasdingens machen. Also generell Glas. So, Glas. So, da ist schon gut, dass man so sagen könnte, 10 auf einmal. Zweimal, dreimal... Viermal brauche ich sicher. Fünf Glas habe ich jetzt. So. Ich will das halt schön haben, mein Gottchen. So. Plansch, plansch, plansch. Dann probieren wir es mal. Ich werde es jetzt mal bauen. Und dann werden wir schauen, ob das dann besser klappt. Zack. Jetzt haben wir schon mal ihn schön. Und jetzt, ha? Will er nicht, ha? Obwohl, jetzt wäre es gegangen. Jetzt wäre es gegangen. Dann haben wir es halt so. Passt auch, oder? So. Dann haben wir hier quasi unser Schlafplatzl. Zack. Und hier machen wir dasselbe nochmal. So. Zack. So. Und hier... hier könnte man es aber verteilen. Wenn man möchte. Vielleicht nochmal sowas. Also sowas mal dazwischen. Aha, ich habe zu wenig Titan. Oh, ich habe zu wenig Titan. Wie kann denn das sein? Ich brauche Schrott. Aber ich glaube, das wäre schon okay, ne? Also, Schlafzimmer, das ist so ein Allzweckding. Dann könnte man sagen, können wir das hier nochmal na, das verbindet man nicht, das lassen wir extra. Aber hier baue ich dann auch noch irgendwie einen dazu, vielleicht da. Oder hier nochmal raus dann, vielleicht, wenn es geht. Und dann hier so ein Pflanzdingens dazu, vielleicht. Mal gucken. So, aber eine Luke brauche ich auf jeden Fall. Captain.
Ich bin nicht an Bord. Achso, ja, okay, so kann man es schon sehen. Ja, okay, ja, ich bin an Bord. Okay, ja, gern, danke. Dankeschön. Habe ich jetzt schon mal was reingeschoppert? Nix noch. Würde ich sagen, rein damit. Fachmodul. Ah, da war was, warte. Wegen dem brauchte ich das, den Magnetit, ne? Damit ich die vertauchen kann. Da war ja was, ne? Warte, warte, warte. Das war ja hier, ne? Au, weia. Das lädt gerade. Darf ich das mir anschauen, bitte? Tauchbootfarbe. Aha, das ist mir wurscht. Fertig? Das wollte ich so jetzt nicht. Oder war das jetzt drüben zum Bauen? Und nur hier der erste Teil. Ach, ich bin verwirrt. War das denn hier zum Bauen? Da? Die Modifizierungsgeschichte. Was brauche ich denn eigentlich hierfür für die Schwimmflossen? Schwimmflossen habe ich, Silikon, Gummi, Titan und Lithium. Das ist ein kleines Dingens. Also das kriegen wir gleich mal hin. Seemotte hier. Ah, hier war das. Magnetit, in der Tat. Zwei Stück, hier war das. Ah ja. Okay. Ja, dann ist die Wurst. Ich setze einmal das erste ein. Ich kann sie wieder rausnehmen, außer die Motte wird wieder verspeist, was ich hoffentlich nicht zusammenbringen werde. Aber den einzelnen baue ich mal ein. So. Genau. Oh, dann hätte ich vielleicht noch was. Warte, warte. Habe ich irgendwo was gespeichert? Also reserviert für die Motte? Ich verdrück mich schon wieder. War da hier was drin? Na, da war nur das Zeug. Hatte ich irgendwas noch für die Motte? Hier vielleicht? Na, hier war nur Essen drin, genau. Und hier auch nicht, ne? Muss ich alles bauen. Hm, so war das. Den werde ich auch mal rausnehmen. Der kommt woanders hin. Was habe ich hier noch drinnen? Den Computerchip werde ich auch rausnehmen. Das werde ich auch rausnehmen. Das ganze Lithium gehört eigentlich woanders hin. Nehmen wir auch mal raus, weil hier sind ja eher Essen und Trinken. Was haben wir hier drin? Hier haben wir Rohstoffe zum Essen produzieren. Okay, und hier war... Da kommt das Lithium rein. So, ein bisschen Ordnung machen, ne? So, das eine Quarzel können wir noch reinschmeißen hier. So, ist schon besser. Genau, das Medikit. So. Und was haben wir jetzt hier drinnen? Kupfer, Gold und Silber. Genau, hier war... Was war hier jetzt drin? Achso, die Edelsteine mehr. Also so, ja. Leere Batterien oder volle? Volle. Okay, habe ich eine leere? Eine müsste ich halb leer haben oder so? Na. Alles voll. Ja, ja, in der Tat. Hier ist alles nur kaputt und Unrat und so, genau. Boah, ich kenne mich schon beim eigenen Haus nicht mehr aus. Ja, also das wollte ich mal hier reinschmeißen. Diese ganzen Special-Sachen. Jo. Ich muss los. Bruder, ich muss los. Und zwar dringend. Ich brauche was zu essen. Essen, Titan. Ich brauche alles. So, einsteigen. Nein. Einsteigen. Genau. Super. So, also. Ja, danke. Also ich brauche jetzt Dinge. Ich brauche jetzt kein Licht. Ich brauche jetzt Sachen. Und zwar viele Sachen. Was haben wir denn da unten Schönes? Gibt es hier zufälligerweise Schrott für mich? Ich werfe jedes Fünkelchen Schrott tankbar. In der Tat. Doch, jetzt brauche ich wieder Licht. Was haben wir denn hier noch Schönes? Nicht wirklich was, ne? Hier werde ich auch keinen Magnetiten finden, glaube ich. Oder vielleicht doch? Dass der eher unterirdisch gedacht war. Oh, da muss ich aufpassen. Da komme ich, glaube ich, wieder zu den Stalagniten hin, glaube ich, ne? Da war ich schon. Das bringt mir jetzt gerade eh nichts.
Ja, ich muss Essen sammeln. Ich will schon wieder alles gleichzeitig. Also mal das Wichtigste zuerst, Essen. So. Zuerst einmal Essen. Da haben wir schon ein Glubschi. Ich hoffe, ich kann es überfahren. Ohne die Motte zu beschädigen. Ja. Aussteigen. Einsammeln. Einsammeln. Es hat nicht gereicht. Jetzt haben wir ihn. So. Es hat nicht gereicht, ihn umzunieten. Wurscht, haben wir trotzdem ein Glubschi. So, dann... Das Alien ist in der Nähe. Das ist eine komische Bordviech. Das ist aber nicht gut. Ich schau mal ein bisschen weiter nach oben. Weil es hier noch viel leckere Kreaturen schwimmen. Dann die Pflanzgeschichte muss ich bauen, unbedingt. Dass wir dann auch wirklich... Komm, lass dich einsammeln. Danke. Dass wir dann auch wirklich genug Essen haben. Dann müssen wir uns nicht immer von den Tieren hier ernähren. Dann können wir uns auch ein bisschen vegan ernähren. Vor allem abwechslungsreich, das ist ja immer fein. Man soll ja nicht nur Fleisch und Fisch essen. Wobei tatsächlich Fisch gesünder ist als Fleisch. Wegen dieser Omega-3-Fett-Säuren-Dings da. Omega-3-Fett. So. Musste ich auch erst lernen, ne? Wenn man mal ein bisschen Probleme hat in der Verwandtschaft. Oh. Achso, Metall. Sag ich schon, hä? Was ist denn das jetzt wieder für komisches Zeug? Komm mal mit. So. Wenn man in der Familie ein bisschen Probleme hat mit Cholesterin und so, dann kommt man schon auf solche Sachen drauf. Und man kann Fisch halt echt lecker zubereiten, was ich selber nicht so wusste. Aber mittlerweile esse ich ihn ganz gern. Aber biologisch gesehen, also wirklich, also Biofisch. Also eher Süßwasser statt Salzwasser, weil wir wissen ja, die Meere sind alles andere als biologisch. Sind so verseucht mit Müll. Ja, was willst denn du? Willst du auch Fisch, ne, weil ich gerade von Fisch rede? Das ist kein Problem, ich esse dich auch, ne, wenn du unbedingt willst. Wollte doch nicht. So, I'm hungry. Ich muss zu meiner Motte zurück. Und dringendlichst Essen kochen. Emergency. Starvation imminent. Ja, gleich. Ich schwimme schon. Ich brauche dann dringend die neuen Flossen. Die besseren. So. Ich bin doch etwas zu weit weggeschwommen. In der Tat. Aber zur Not hätte ich ja noch meinen Riegel. Aber den möchte ich jetzt nicht verbraten, ehrlich gesagt. So, bitte einsteigen. So, und gehen wir Vollgas. Ja, ja. Wenn ihr übrigens gerne Lachs esst, es gibt da so ein, also ihr kennt es sicher schon, Lachsfans kennen die Gerichte sicher. Aber wir haben jetzt vor kurzem... wieder ein schönes Rezept für Lachsnudeln entdeckt. Und ich muss sagen, das ist eigentlich ganz, ganz lecker. So, ich muss jetzt, apropos Fisch, ich muss jetzt Fisch kochen. I'm hungry. So, mit Salz gleich oder ohne? Ach, nur kochen, fertig. Ohne Salz, wir brauchen kein Salz. Es ist dann eh beim Wasser dabei, streng gesehen, weil wir es bleichen müssen. Bleichen? Nicht bleichen. Chlor, ne? Reinigen müssen wir's. So, geht das denn schon? Ich brauche Salz und Röhrenkorallen. Also, ein Salz. Bin schon im Falschen. Ein Salz. Huch. Und sind die hier drin? Tischkorallen. Aha, die muss ich auch nachfarmen. Okay. Na, würdest du? Danke. Die waren jetzt hier drin, ne? Ich muss besser ordnen. Hier. Die Korallen kann ich auch schon anfangen. Ich esse mal was, bevor ich sterbe. So, runter damit. Bist du jetzt zufrieden? So, bevor ich hier verdurste.
So, also einmal saufen, bitte. Einmal Chlorbleiche. Dann brauchen wir, bitte schön, einmal das Wasser, das Desinfizierte. Vielen Dank. So. Und runter damit. Oder? Jawohl, eins kann man schon saufen. So, da. Dann hätten wir das auch. Dann könnte ich noch, um Platz zu sparen, den Schmierstoff noch machen. So. Passt, haben wir das auch schon mal auf Vorrat. Keine Ahnung, ob ich es brauchen werde, aber was wir haben, haben wir. Wo kommt das hin? Hier rein. Passt. Auf Anhieb richtig gefunden. Bin ich stolz. Wahnsinn. So, das zu dem Metallschrott. Genau. Nein, nicht. Das wollte ich nicht so. Das muss ich jetzt verarbeiten, weil ich brauche Titan. So, Titan. 4 Stück. Passt. Dann gehen wir gleich wieder weiterbauen, weil es ist schon finster, damit ihr ja nichts sehen tut. Wo ich meine Motte schon wieder hingepackt. Ach, da drüben, ne? Ja, ist ja wurscht, die kann. Boah, das Licht. Also, es sind nicht wir. Das ist nicht unsere Motte, das ist. Okay, passt schon. Alles gut, keine Panik. So. Und hier tun wir weiterbauen. Zack. Tada. Da kommen Fenster rein, das möchte ich schon gerne haben. Weil unser Zuhause hat in der Tat mehr als genug Panzerung. Vielleicht kann ich hier noch was anbringen und kann dann hinten wieder Fenster machen. Mal schauen. So, auf jeden Fall soll hier nach Möglichkeit, genau, der Mehrzweckraum hin. Ich habe jetzt wahrscheinlich zu wenig Titan, vermute ich. In der Tat. Mir fehlen 3. Aber das passt schon mal. Und ich brauche dann noch einen Zugang. Den wollte ich hier mal irgendwo machen. Hier war das Schlafzimmer. Hier kommt es blöd, wenn ich einen Zugang mache. Aber hier vielleicht noch eine zweite. Hier noch so einen Seiteneingang, optimalerweise. Wow. Damit ich hier auch mal noch eine Luke machen kann, dass ich gleich hier rein darf. Ne? Aber das sind hier jetzt eigentlich. Das ist jetzt kein Arbeitsraum. Den könnte ich noch zu einem Arbeitsraum machen, eventuell. Privat. Privat, aber das möchte ich auch schon privat haben. Ja, ist eigentlich eh wurscht, oder? Sicher, da baue ich den dann hin. Das passt schon. Sicher, was tue ich denn so blöd? Da hingebaut, eine Luke dran, komme ich direkt hier hin, kann ich wieder raus, das passt schon. Aber schaut schon nicht so schlecht aus, ne, von oben. Die Dinger hier gefallen mir halt gut mit dem Glas. Da hätte ich gerne noch eins gehabt. Oder werde ich vielleicht noch normale Fenster dran machen. Hier und da vielleicht. Hier auf jeden Fall noch auf der Seite. Das kommt noch weg. Da kommt noch mal ein normales Fenster hin. Hier vielleicht auch noch 2. Da eins und da drüben vielleicht. Weil angeblich, ich brauche nicht so viel Verstärkung, wie ich dann aus Panik schon gebastelt habe. Das sollte dann wohl reichen, wenn es so ist wie jetzt hier. Ja. Den Scannerraum. Jetzt muss ich mir noch glatt überlegen, ob ich hier vielleicht aufs Fenster verzichte und hier nochmal so einen Nebengang mache. Schaut das hässlich aus? Wahrscheinlich. Wäre besser hier so zu machen und dann hier nochmal den Arbeitsraum zu erweitern. Oder ich montiere den Scannerraum komplett nochmal ab und mache das dann hier so in einem Bogen. So ein bisschen Schlingelschlangel. Dann ist dann der Scannerraum quasi hier in dem Bereich, also eins weiter. Oh, ich werde bald. Also die Basis hat keine Notenergie mehr. Also, Dings, also kein Strom. Ah, das könnte ich schon so machen. Dann, dass das Scannerraum dann quasi hier ist. Dann kann ich mir hier die Fenster sparen. Und, weil Licht habe ich da genug, theoretisch. Dann könnte ich den nochmal ausbauen und so sowas hier machen. Oder den, jawohl doch. Und hier dann eben teilen. Das hört sich fast nach einem Plan an. Ich glaube, das werde ich so versuchen. Passt, aber als nächstes. Ja, ich steige schon ein. Als nächstes. Grüß Gott. Brauche ich Titan. Und zwar einen Haufen. Nach Möglichkeit auch einen Haufen. Habe ich ja Platz im Inventar?
Ja, ein bisschen geht schon. Und zwar brauche ich da noch einen Haufen Quarz und lauter so einen Schmarrn zum Bauen. Upala, das war zu hoch. So, ja. Auf jeden Fall Metallschrott, welches ich schon vor langer Zeit verschmäht habe, würde ich jetzt liebend gerne aufnehmen. Auch Dinge, die wir bereits gescannt haben, nur damit wir die Titan kriegen, wäre ich nicht abgeneigt. Ja, da hätten wir schon mal ein gutes Exemplar. Kommen Sie, kommen Sie. Zack. Wieder einsteigen. Was haben wir da? Nur was zum Essen eigentlich. Da vorne wäre, glaube ich, Salz und Schrott. Perfekt. Nehmen wir Salz auch gleich mit. Von dem kann man eh nie genug haben. Zack. Haben wir noch wo ein Schrötelchen? Hier. Zack. Und nochmal Salz. Nehmen wir auch gleich mit. Zack. Da wären auch noch zweimal Salz. Habe ich noch Platz? Ja. Da muss ich aber jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Ich möchte gerne noch einen Schrott mitnehmen. Da vorne ist nochmal einer. Zack und zack. Nehmen wir gleich das ganze Salz mit, dann passt das schon. Zack. Und zack. Das ist der ultimative Test, ob das wieder spawnen kann. Ich bilde es mir schon ein, dass es möglich ist. Werden wir dann sehen. Und zack. So, jetzt gehen wir nach Hause und bauen wir ein bisschen weiter. Jetzt wird es eh wieder hell. Das passt genau. So, einsteigen. Blatsch. So. Und nichts wie zurück. Halt, falsche Richtung. Da. So. Das zu dem. Dann wäre auch mal gut, wenn wir Waffen bauen könnten, um uns einfach besser zu schützen. So, diesmal versuche ich die Motte auch ordnungsgemäß in ihre Garage zu parken. In ihr Tauchdock. So. So, jawohl. Servus. Und tschüss. Heureka! So. Einmal Bauwerkzeug. Konstruktionswerkzeug. So. Achso, mein Gott, bin ich blöd. Ich muss ja noch das Titan umwandeln. Ja. Das war die Gier. Das war die Gier. So. Natürlich muss ich das noch machen. Dumm, 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 dumm. So. Und zack. Und zack. Her mit dem Titan. Nochmal bitte. Nochmal bitte. Und einmal geht's, glaube ich, noch. Ja. Jetzt haben wir keines mehr. Jetzt können wir bauen. Dum, 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 dum. Kann ich hier den direkten Weg nehmen und bauen? Geht nicht, ne? Na. Ich wollte es mal probieren. Oh. Jetzt wäre es aber dann gut. Ich brauche gleich für mich selber dann schon bald Wegweiser. Dass ich hier raufschreibe: Privatgemächer. Tauchdock und so weiter. Dass ich dann weiß, ah ja, stimmt ja. Da komme ich hin. So. Zack. Und dann gleich hier. Dann werde ich mein Glück probieren mit der Luke. Da brauche ich ein Quarz. Das ist kein Problem. Das Titan baue ich mal. Achso, das geht nicht. Habe ich zu wenig Titan schon? Na, da habe ich genug. Aber ein Quarzilein muss ich mir noch schnell holen. Ein Quarzilein, das ist fein. Dann habe ich hier noch einen Zugang. Dann brauche ich nicht immer nur hier herüben. Wenn ich mal dann bauen tue und Luft brauche, kann ich gleich rein. Das passt super. Vielleicht baue ich mir auch noch so eine Dingspumpe nochmal. Quarz. Der war jetzt, nein. Aber das Salz kann ich schon mal ablegen, weil es sich gerade so ergibt.
Medikit hau ich noch rein. Jo. Das passt. Ein Quarzilein. So. Sind sie schon wieder fertig? Wahnsinn. Das geht ja flotti. Und Heureka. Platsch. Einmal Kopf angehauen. Perfekt. So, Konstruktionen. Dann kann ich gleich hier reinmarschieren, dann passt das schon. Irgendwie verknüpft sich das gerade nicht. Das sollte aber nicht sein. Hä? Schau mal. Ist das jetzt normal? Das sollte sich aber schon verbinden. Okay. Was soll das? Das ist nicht normal. Oder geht das hier nicht? Habe ich das verkehrt gemacht? Hier geht es ja auch nicht, ne? Das sollte schon hier... Also das ist jetzt da... Jo. Das sollte. Muss ich das dann hier anbringen? Das ist ja scheißlich. Das will ich ja auch nicht. Okay. Das sollte so jetzt aber nicht sein. Ah, das geht vielleicht. Nur die Luke allein. Das schaut aus, das geht. Okay. Kann ich rein? Mal so zum Test. Ja. Gut, das haut schon mal hin. Ja, dann machen wir es halt so, ist ja mir wurscht. So, Mehrzweckräumchen. Fenster wären gut. Kann ich hier seitlich? Oh ja, seitlich geht's. Seitlich ist gut. Seitlich ist ganz gut. Ja, da fehlt mir noch ein Glas. Macht nichts, aber seitlich ist ganz gut. Vor allem da vorne, das gefällt mir sehr gut. Gut. Dann machen wir hier noch wahrscheinlich eins weiter. Aber dann kann ich hier schon mal anfangen zu bauen, diese Beete. Aber da brauche ich dieses Innenbeet. 5 Gläser, gute Nacht. Mhm. Das da wollte ich bauen, genau. Und da wollte ich das schön machen, dass es hier schon so vorm Fenster ist. Gibt es aber, warte, gibt es ein... Das ist ein kleiner, ne? Muss ich mal probieren. Kompositpflanztopf, künstlichen Erdboden. Ja, das ist zum Verschönern irgendwie. Schöner Pflanztopf, okay. Na, dann passt das schon mit dem inneren Wandtopf. Das geht dann hier wahrscheinlich irgendwie. Okay. Aquarium. Aquarium vorm Fenster. Das ist auch eine Idee. So, gut. Also, hör auf zum Blödeln, Zocki. Mach das anständig, Kreuzbirnbaum. So, gut. Dann probiere ich mal. So. Ich baue es einfach mal. Ich habe wahrscheinlich noch keine Sämlinge, denke ich mal. Zack. Weil ich habe noch keine Ahnung, wie man das dann benutzt. Muss man das auch bewässern? Ich hoffe nicht. Dann wollte ich hier noch, könnte man hier theoretisch noch sowas hinklatschen. Oder nicht, wenn ich hier noch einen Gang haben möchte. Weiß ich noch nicht. Der wäre aber der Schöne nicht schlecht, ne? Hier so. So von mir aus, ne? Zack. Und hier noch so. So.
So, würde ich sagen. So. Ne, das ist, glaube ich, schön. Dann haben sie auch schön Licht, theoretisch. Irgendwie. Ja, klar, das Licht kommt von hier, ich weiß schon. Aber man hat es ja halt gern, dass die Pflanzgeschichteln beim Fenster sind. Ne, so meine ich das. Oh. Ich bin durstig. Ja, das Bauen macht durstig. Ja, ja. Hm, gern. So. Also, das Fenster hier ist einmal geplant. Jo, ich glaube, das ist schon okay. Das ist mal geplant. So, also hier die Pflanzgeschichte. Achso, die wollte ich... Wollte ich die überhaupt hier? Warte mal. Die wollte ich eigentlich hier haben, die Pflanzgeschichte, ne? Ich kann sie wieder abmontieren, ist ja wurscht. Schlafzimmer. Ja, ist ja wurscht. Ich kann hier ja auch... Ich kann es ja trotzdem hier lassen. Dann könnte ich hier noch einen Bankerl her tun. Dann wäre es vielleicht so ein... So ein... Weiß ich nicht, so ein Wohnzimmer, so in der Art, könnte man auch machen. Und hier dann die Getränkeautomaten hinstellen, ne? Hier so. Da vielleicht nochmal zwei Fenster hin. Zumindest hier und da. Konnte ich schon? Gibt's das mit dem Getränke... Ah ja, die belebende Wand. Stimmt. Die gibt es ja auch noch. Aber die mache ich trotzdem dort hinten. Labortisch, Wandregal, Abfalleimer. Konnte ich denn ja genau den da? Den Verkaufsautomaten. Genau, genau. Den wollte ich dann schon mal hier hin tun. Vielleicht gibt es ja auch einen Getränkeautomaten später. Ist die Frage, ob das ein und dasselbe ist. Konnte ich nur den einen, ne? Dann könnte ich ihn mittig platzieren. So irgendwie. Ja. Ja. Ungefähr. So, ich brauche nur Glas. So 3000 Kilo Glas. Ungefähr. Dumm, 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 dumm. So. Bitte, ich brauche das Quarz. Da kann ich, glaube ich, schon bald alles nehmen. Ist schon egal. So, oh, der Part ist auch mehr als zu Ende. Gut, dann würde ich sagen, ich produziere mal das Glas, während ihr nicht zuschaut, weil ihr wisst ja schon, wie das geht. Und beende den Part. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!